Mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite in der Fachhochschule St. Pölten im Bereich Hochschuldidaktik und bin dort mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre. Für diesen ist die Anmeldung jederzeit möglich und sie ist kostenlos. Also ganz, ganz herzliche Einladung, sich da dazu zu gesellen am 22. Oktober, weil da haben wir auch so fantastische Referentinnen wie die Irene dabei. Liebe Irene, stell dich bitte vor. Ja, hallo, ich bin Irene Falli, ich arbeite an der Universität Wien am Institut für Romanistik und gleichzeitig auch am Center for Teaching and Learning der Universität Wien. Und ich habe einen Beitrag für den DiskuSpace für den Tag der Lehre eingereicht. Was erwartet Teilnehmende, die zu diesem Beitrag dazukommen? Also bei mir geht es darum, wie man Lernfortschritt von Studierenden in einem asynchronen Lehrsetting sichtbar machen kann, sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrenden selber. Okay. Es geht darum, wie man Portfolios so einsetzen kann, dass die Studierenden praktisch ihren Fortschritt mitcharten ein bisschen und dass man das dann als Lehrender auch als Gesamtprodukt sehen kann. Okay. Das heißt, du setzt da E-Portfolios ein. Aus deiner Erfahrung mit der Arbeit mit E-Portfolios, was ist wichtig, wenn man die in die Lehre einsetzt? Worauf sollten da Lehrende achten? Also man muss das von Anfang an sehr klar und sehr transparent machen, was das Portfolio ist, wofür das Portfolio ist. In meinem Fall habe ich den Vorteil sozusagen, dass meine Studierenden Lehramtsstudierende sind, vor allem mit denen ich arbeite. Das heißt, die sind Reflexionsprozesse und so weiter schon ein bisschen gewöhnt. Aber man muss auch diese Reflexion erst einmal einführen und mit den Studierenden üben. Das ist ganz wichtig. Sonst passiert das, dass man am Ende vom Semester alle geschwind was zusammenschustern und dann hat man keinen Lernfortschritt eigentlich erzielt. Das heißt, es ist eher ein kontinuierlicher Prozess, wo es immer wieder Impulse dazu gibt. Wie kann so ein Impuls ausschauen für eine Lernende, die von Seiten von einer Lehrperson kommt? Also ich empfehle da immer, oder was ich einsetze, ist eine Mischung aus Produkt- und Prozessportfolio. Das heißt, ich gebe den Studierenden schon Impulse. Also ich sage, was zum Beispiel eine Textzusammenfassung eines wissenschaftlichen Texts muss Bestandteil sein. Aber die Studierenden können das selber steuern. Möchten sie die erste Textzusammenfassung aus dem Semester verwenden, um zu zeigen, wie sie angefangen haben? Oder möchten sie erst die dritte Textzusammenfassung da einfügen, weil sie der Meinung sind, jetzt haben sie wirklich was gelernt und wirklich einen Fortschritt schon gemacht? Also das wären so Impulse, die man setzen kann, aber eben immer noch ein bisschen Freiraum auch den Studierenden zu lassen. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Format, das gut mit solchen Herausforderungen wie dem Distance Learning zusammenspielen könnte, um auch einen kontinuierlichen Kontakt mit Studierenden sicherzustellen, oder? Ganz genau. Also für mich war das eben der Punkt, dass man, wenn man asynchrone Lehre macht, auch wirklich regelmäßig von allen Studierenden einmal was sieht, ein Lebenszeichen sozusagen bekommt. Und das ist eine super Möglichkeit, das so in einem kontinuierlichen E-Portfolio zu machen. Welche Rolle spielt dabei Peer Assessment, die gegenseitige Rückmeldung von Studierenden? Also ich finde Peer Assessment sehr wichtig und ich habe das auch so eingesetzt, eben, dass die Studierenden einmal eine Textzusammenfassung geschrieben haben, zum Beispiel, dann Peer Feedback bekommen haben und dann nochmal überarbeitet haben. Ich habe das jetzt dieses Semester auch so gemacht, dass ich einmal wollte, dass sie mir das Produkt vorher und das Produkt nachher zeigen, damit die Studierenden auch selber reflektieren darüber, was sie verändert haben. Also Peer Assessment, finde ich, spielt ja eine große Rolle, auch um dieses Gefühl einer Gruppe online stärker zu beleben. Was ist dir so ein Anliegen, mit was Teilnehmende beim DiskuSpace von deinem Beitrag weggehen? Ich hoffe, dass die Leute mit Impulsen, wie sie selber ein E-Portfolio machen können, von mir weggehen. Weil ich glaube nämlich, dass viele von uns eigentlich in der Lehre so Arbeitsaufträge einsetzen schon. Und es ist nur mal ein kleiner Schritt, um das in ein Portfolio-Konzept umzuwandeln, das die Studierenden dann besser unterstützt. Okay, gut. Dann, liebe Irene, dann freuen wir uns schon wirklich sehr auf deinen Beitrag beim Tag der Lehre. Wer dieses Video sieht, bitte jetzt gleich sich kostenlos anmelden, bei dem Link, der eingeblendet ist. Dann, liebe Irene, bis dahin, alles Gute. Bis dann, freue mich schon.